jetzt hier auch weitermachen. Ist noch ein Kampf, Heidi. Ich habe eine unter einem Wasserfall, bin ich nicht um meinen Geist zu stehlen. Auch das ist wieder ein kleines Easter Egg. Und zwar auch wieder mit Hardgold, Soul Silver. Also sehr viele Easter Eggs auf Gold und Silber. Und zwar, wer erinnert sich nicht an den Typen, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, auf der Insel mit den Kampf-Pokémon, der hatte nämlich damals auch seinen Geist unter einen Wasserfall gestellt. Erlaube mir, meine neu gewordene Stärke zu demonstrieren. So, du hast auf jeden Fall noch Tuska. Du hast auf jeden Fall noch Tuska. Hattest du. Was Galopp erreicht, der will? 70. Machomai. Gut, Machomai nehmen wir jetzt mal aus ein bisschen vor. Deswegen setze ich jetzt auch Meditalis ein mit Psychokinese. Ich könnte auch natürlich jetzt auf Krampfschärfe und eine Flugattacke gehen, aber... So geht es auch. Na, fast. Ich dachte mir, ich kriege das schon irgendwie gewuppt mit einer Attacke. Einmal kurz die Spezialverteidigung, die runtergeht. Fußtritt. Das könnte die Initiative sinken, oder? Tut's nicht, oder? Doch. Gut, dann drauf mit Ableithieb. Holen wir zumindest ein paar KP zurück. Wenn nicht alles, aber ein paar. Ja, 20 hat er noch. So. Da oben ist irgendwo noch ein Item. Bestimmt. Nö, nur ein Drachentrainer. Nehmen wir aber mit. Für den Fall, dass irgendwas ist. Da ist nämlich noch ein Item dahin. Was mein Pokémon nicht mehr als alle Arzt andere wollen? Den Sieg. So. Ach, warum hast du denn. Mit Drachen-Pokémon? Ich weiß nicht, wie viele es, ob es da mega viele Pokémon gibt. Viele Drachen-Pokémon gibt. Deswegen, weil, wie gesagt, eben auch schon Seemann, jetzt immer wieder Garados. No. Okay, du setzt auf jeden Fall erstmal eine Kaskade, die mich ein. Eiszahn. So. Rabeino erreicht dann mit 77. Super. Garados ist Geschichte. So, einmal da hoch, weil da ist doch oben ein Item. Ein Nebenorb.
Gut, dann kommen wir da jetzt gleich weiter. Ist hier unten noch irgendwas, was ich jetzt noch übersehen habe? Ne, das ist nichts mehr. Dann kann man da hoch. Nein, ich wollte darüber. Ach gut, okay. Ist nicht schlimm. Wir können ja auch da hoch. Karlberg, Vorsicht, Vulkanausbrüche möglich. So, die haben wir mal weg, die. Ah, oh, sonst kommen wir gar nicht weiter. Okay, ich dachte mir, wir könnten jetzt... Wir müssen den da runterbringen, oder? Kann das sein? Tatsächlich. Gut. Jetzt muss ich überlegen, wie ich da weitergehe. Erstmal ist hier auf jeden Fall ein Item, und zwar ein Fluchtseil. Wir haben noch ein paar. Schaufler habe ich ja nicht mehr. Ich überlege gerade, wie ich jetzt hier... Lass mal das. Halt, bevor ich jetzt einen Fehler mache. Dann kommen wir da durch. Dann gehen wir hier hoch, weil hier oben ist auch noch ein Item, und zwar ein Fläschchen AP+. Da ist noch ein Item. Oh, da oben ist Barry. Die Frage ist, will der mit uns zusammen jetzt gehen dann oder was? Aber erstmal kurz das Item hier picken. Eine Top-Genesung. Da oben geht's weiter. Ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt mit uns zusammengehen würde. Verflex, was war denn das? Oh, hey Kev, die Samenare hat jetzt echt auseinandergenommen. Mann, hier dagegen gibt es echt viele starke Trainer. Aber egal, ich muss noch härter trainieren und besser werden. Das ist alles. Dafür gibt es ja den Duellturm in der Duellzone. Plus was jetzt echt gegen die Samenare verloren. Hey, du bist Kev, stimmt's? Der himmlige kleine Kumpel hat mich vorhin schon herausgefordert. Da habe ich ihm erstmal eine ordentliche Lektion erteilt. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen würde. Wohin man auch geht, überall gibt es starke Trainer, die einem alles abverlangen. Und davon mal abgesehen, diese Pokémon sind echt beinhart. Wie wär's, wenn wir uns zusammenschließen und es gemeinsam versuchen? Okay, ich kann Bus gegen mit Arbonaro zusammengehen, okay. Du wirst es nicht bereuen. Ich sorge dafür, dass deine Pokémon immer topfit sind. Cool, machen wir so. Mal, dann können wir gucken, da können wir da jetzt runtergehen? Ja, kann, gibt da folgt uns gut. Ich guck mal gerade, ob da oben noch irgendwas ist. Gut, dann müssen wir hier rüber gehen. So, hier sehe ich auch noch zwei Trainer, die ich mitnehmen will. So. Mit Pokémon zusammen sein macht mich echt glücklich. Aber wenn wir im Kampf siegen, bin ich noch glücklicher. Mein Pokémon ist echt freundlich. Im Kampf zeigen wir allerdings eine andere Seite. Oh. Du hast einmal Lavitar und einmal Piondragi. Ja, aber so.
Der Pumenta ist vom Typ Psycho-Boden. Gut. Makago. Ich glaube, dass ich mein Pokémon mal wechseln sollte. Weil Rex, wie gesagt, das könnte ganz, ganz anders ausgehen, wenn ich das jetzt drin lasse. Gerade gegen das Feuer-Pokémon, was er da hat. Giftstreich hat keine Wirkung. So. Rexblizzard nimmt aber Level 68 gerne mit. So. Ich nehme trotzdem die Kaskade und gehe auf Makago. Makago ist ein Typ Feuergestein. Das sollte also keine Chance haben. So, die beiden sind besiegt. Ich bin auch in Niederlagen noch glücklich. Ich konnte die wahre Paloma nicht entfesseln. Ja. Oh, TM50 Hitzekoller. Für Galoppa vielleicht gar nicht so doof, statt Flammenblitz einzusetzen. Ich bin nämlich eigentlich kein Fan von diesen ganzen Flammenblitz hat 120, Hitzekoller 130. Machen wir es doch. Das war nur eine 90er Wahrscheinlichkeit, aber trotzdem. Entschuldigung. So. Gut. Gut, 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 gut. Hat sich doch schon mal ein bisschen was gelohnt, da hinten nochmal reinzugucken. Wenn man nicht da wohnt. Mein Gott. Jetzt gucke ich mal hier oben, ob wir noch was haben. Hast du die meine Feuertafel für Arceus? So. Guck ich mal gar nicht runter, aber doch irgendwas haben. Ach, Krax, da kann ich eingesetzt werden. Ernsthaft, ich muss die ganze Ding noch mal selber erkunden, wenn der nicht dabei ist. Das heißt, ich komme nicht weiter. Da sind hier noch zwei Trainer. Meine Pokémon können alles zerstören. Glaubst du echt, du hast eine Chance gegen uns zu haben? Glaubst du echt, eine Chance gegen uns zu haben? So rum. Wenn meine Pokémon mit den Flügeln schlagen, wird die Glut der Aggression getilgt. So, Dodri und Rabaut. Habt ihr das gerade richtig gesehen? Ja. Rabaut setzt rechte Hand ein. Und tschüss. Ja, das hatten beide nicht wirklich den Hauch einer Chance. Bitak. So, die Frage, was hat denn der Kämpfer da noch? Kapilz.
Ibitaka ist schon mal weg. Und du setzt mal weiter Sondersensor ein und holst das Kapilz raus aus dem Kampf. Gut. Endlich mal, der ein bisschen mitdenkt. Und du setzt jetzt Kramchef ein. Was hast du jetzt noch? Knorger. Ich glaube, kriegst du nicht beide, ne? Ja, die Idee hatte ich auch gerade. Die Idee hatte ich auch gerade. Also zumindest auf das Ding zu gehen. Gut, Fuchtler ist diesmal nicht so stark, aber die Lawine wird jetzt erstmal das Kramchef mit rausnehmen. Impoleon, Level 70. Jetzt fehlt nur noch Explizan, dann haben wir also alle. So. Und drauf auf Knorger. Und tschüss. Gut. Aber die zwei auch besiegt. Und ja. Hier war der einfach nicht gewachsen. Er konnte sich mal in die Lüfte schwingen. Gut. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier unten das Item mitnehmen kann. So verstecke ich das. Ist das bestimmt irgendwas Interessantes. Ach, noch ein Fläschchen Calcium. Ich kann die gar nicht einsetzen. Ich brauche die nicht. Ich muss sie verkaufen. Naja. Ich kann ja gar nicht darum weitergehen, ne? So, jetzt muss ich mal legen. Doch. Das ist bestimmt ein Stärkestein, ne? Gehe ich da hoch, gucke ich, ob ich da noch was finde. Da sind noch zwei Trainer. Dann nehmen wir hier jetzt mal kurz den Dingsbit. Hier sind noch zwei Trainer. Hier kommt meine eiserne Fäuste. Hier, mein Herzstück für Karate. Drachen und ein feuriger Berg. Welch eine schöne klassische Szenerie. Albert 1 oder 2-2 machen. Machomai und Vibrava. Und du könntest die Beldra haben noch als letztes. Das wäre cool. Umso besser die Einträge. Hast du Psychogenese im Repertoire, mein Freund? Das wäre super. Das würde das mich ein bisschen ruhiger stimmen. Gerade bei dem Macho mal. Du hast nur Sondersensor, ne? Hm. Macho mal jetzt Energiefokus ein. Damit die Frage ist, welcher von den beiden war mit drei Pokémon dran? War es der Drachentyp? Ich glaube, das war der Drachentyp. Der hatte nämlich drei und du hast nur eins. Du hast das Macho mal nur. Ja. Sonst würdest du nämlich jetzt kein Dragonier ziehen. Da nehme ich erstmal das Dragonier wieder raus. Das nächste Pokémon von ihm raus. Und du nimmst jetzt auch Machomai aus dem Rennen, ne? Ja. Wow. Außer Energiefokus konntest du nichts machen. Sehr gut. Bin ich froh drüber. Nehme ich gerne mit. Kramschaft 71, Militalis ebenfalls 71. Seemon. Naja, wirklich jetzt. Schade, ich dachte, du hättest auch die Beldra. Das wäre cool gewesen, wenn ich da Eintrag habe. Aber Seemon geht schon mal baden und damit war es das auch auf jeden Fall.
Die Niederlage hat mir gezeigt, dass dein Herz Pokémon schlägt. Ja, Niederlage dagegen ist weniger schön. So. Die Frage ist, was ist dahinter? Okay, dann muss ich wahrscheinlich da unten drunter. Und dann wahrscheinlich da hoch. Warum sie den Scheißstein nicht weggemacht haben. Naja. Den hätte ich ruhig. Naja. Ja, lass mich raten. Jetzt kann ich dir genau den Stein nicht davor schieben. Da ist der. Der Ausgang. Wenn mich mein Bauch wirklich täuscht, liegt der Schatz rechts Vulkan direkt vor uns. Man sieht sich. Gut möglich, dass du hier der stärkste Trainer bist. Abgesehen von mir natürlich. Kannst du zeigen? Du kannst. So, ich speichere kurz, bevor da irgendwas vorher gesehenes passiert. Hey, sieh dir das an. Das ist der Magmastein des Schatzes Karlberges. Und da ich ihn gefunden habe, bin ich jetzt wohl der beste Trainer von allen. Danke für die Hilfe. Uff. Wow, das war heftig. Der Vulkan bebt wörtlich. Also ich spreche sogar aus. Ach was, das wird schon nicht passieren. Man sieht sich. Grüß bei deinen himmligen Trainerkumpel. Kannst du mal gegen mich kämpfen, du Arsch? Ernsthaft, ich kann jetzt nicht gegen den Typ. Ernsthaft? Hallo? Hallo? Du kleiner Arsch. Hättest du das Ding mal lassen können. Naja, dann müssen wir jetzt auch den Kahl wegmachen. Sag mal, was jetzt denn das? Wir müssen doch gegen die kämpfen, jawohl, ja. Ich habe bereits im Duell schon mal können nur unterwegs gestellt. Jetzt bin ich hier. Ich wurde in Flori geboren und bin überglücklich, endlich hier zu sein. Es hat viel Zeit gekostet, hierher zu gelangen. Noch einmal verlieren wir nicht. Jetzt muss ich natürlich gegen die zwei alleine kämpfen. 5 Pokémon, einmal 3 und einmal 2, okay. Dumisol und Krakelo. So, gut halbe Stunde, dann sind wir jetzt also 27 Minuten, sind wir dran, dann machen wir die noch zu Ende und dann ist. So, Dumisol nehmen wir mal raus, hat Anfang direkt. Hit the collar! Klar, es sinkt jetzt natürlich ein Spezialangriff, aber das ist mir jetzt herzlich egal. Das scheiß Dumisol. Das Viech kann nun mal extrem nervig werden. Das kann eigentlich ungefühlt nicht, aber es kann halt nerven. Dann sieht es bei Rabaidon schon ein bisschen anders aus. So, machen wir so rum. Ich lasse das Dumisol mal raus. Warum auch immer der du das. Jetzt, wie gesagt, das Kaffee kann gefühlt nichts. Galoppe 71, Rexblitzer erreicht Level 69. Kann man dann bald Level 78. So. Gut, dann haben wir jetzt noch jemals eins, ne? Sichlor und gar nichts. Okay, ich hätte das nochmal erwartet, dass er jetzt tatsächlich mal, dass er jetzt noch jeweils eins hat. Ja, Geschichte ist es jetzt eh. Und tschüss.
Dachte, du hast echt. Hast du jetzt echt noch eins? Warum hast du das nicht gerade eingesetzt? Ah, nee, du hast drei, ne? Der andere hat nämlich zwei weg gehabt. Ja, gut, okay. Naja, jetzt ist die Geschichte. Sollte das Klogger die Attacke überleben, was es das tut, kriegt es mehr Energie bei, ist es definitiv Geschichte. So. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt kann ich hier weitermachen. Jetzt kann ich mich den Vulkan noch komplett erkunden. Hier ist erstmal ein Top-Elixier. Wir müssen jetzt sowieso gleich Feierabend machen, weil ich schon eine halbe Stunde dran bin mit der Route davor. Aber ich will noch den Vulkan noch erkunden. Ist doch ein Item. Ein Nugget. Außer Kohle bringt das Zeug nichts. Oder dass ich echt nicht weiterkomme. Hier ist er noch Träne. Und die Hunde auch. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann erkunden wir den Vulkan noch zu Ende. So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Vulkan. Hier unten sind nämlich noch zwei Trainer und ich möchte das gerne hier zu Ende machen, alles. Ich hatte diesen Morgen eine Offenbarung. Ich wusste, dass ich hier heute einen tollen Kampf haben würde. Ich werde dich mit meinen Psychokräften pulverisieren. Ja, beides jeweils eins, okay. Popons und Sato. Kriegst du mal eine Attacke drauf. Und Sato kriegt den Hitzekoll ab. Super. Traumagil. Und Groink. Das Traumagil probiere ich. Ja, gut, die gesungene Spezialangriff. Oh, Feuer. Ja, sehr gut. Kann ich jetzt Gegenstoß ein? Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich sagen, du müsstest eigentlich durch die Verbrennung noch mal was drauf kriegen. Warte mal gerade kurz. Ich muss eine Taubgenesung auf Galoppa bringen. Ich nehme jetzt mal das Traumagil raus. So, jetzt ist das Traumagil mal raus aus dem Rennen.
Arsch, ne? Oh, tschüss. Und tschüss. Ihr seid jetzt durch, ne? Ja. Das war daran war absolut gar nichts toll. Das habe ich nur von meinen Lerndrogen. So, eine Eisenkugel. Bringt eigentlich auch nichts, außer wegen der Attacke Schleuder, dass die weh tut. So, hier ist nichts mehr, ne? Hier habe ich aber Naro getroffen. Ich glaube, die zwei habe ich besiegt da unten. Gut, dann sind wir, glaube ich, sogar durch jetzt mit dem Vulkan, wenn ich jetzt richtig... Ich glaube, ich habe sonst alles. Was hier oben noch ist. Die zwei weiß ich definitiv. Die war das Dodria noch. Hier ist ein Hyperball. Die zwei haben wir auch. Aber wie zur Hölle? Ich dachte mir, wie zur Hölle kriege ich den Vulkan ausgelöst? Also nicht, dass ich den Vulkan auslösen würde, sondern der Kraterberg, oder? Karlberg heißt das Ding auch. Ah, der Kraterberg ist ein anderer Berg. Karlberg heißt das Ding. Ich muss mal gerade gucken. Okay. Das heißt, wir müssen da jetzt, glaube ich, noch mal raus und dann gehe ich da noch mal rein und dann können wir tatsächlich das Event auslösen. Alles klar, gut. Wenn ich jetzt noch mal, darf ich jetzt auch noch mal rein eigentlich? Oder muss ich jetzt da noch mal komplett raus? Weil dann können wir nämlich heute noch mal das Event anschneiden. Ja, ich muss, glaube ich, noch mal raus. Dem Berg und dann kann ich noch mal rein. Ich gucke jetzt aber gerade, dass ich dieses Item, was hier unten noch ist, hole. Und dann machen wir noch mal einen kleinen Abstecher heraus. Warte mal, kann ich jetzt da oben nicht irgendwie? Es war mir fast klar, dass wir hier noch unser Pickup sehen. Was willst du hier erreichen? Ich werde dich auf die Probe stellen. So ist auch das legendäre Pokémon. Das ist das Kämpfen. Ja, er spricht das tatsächlich jetzt gerade an. So. Na gut. Dann werden wir das jetzt gleich auch machen. Heute.
Das heißt, ich muss jetzt nochmal gleich da rein. Kindwurm ist ein Drachen-Pokémon, damit drauf. Und Krakelo ist Typ normal.